Ich habe oft erlebt in deinen Übungen, dass du Zeitvorgaben machst. Dass du sagst, Mädels, ihr habt jetzt 3 Minuten Zeit für dieses und jenes. Und du immer wieder ansagst, jetzt sind es noch 2 Minuten, jetzt ist es noch 1 Minute. Also du achtest sehr genau darauf, dass die Zeiten eingehalten werden. Ja, weil ich möchte gerne, dass wir lernen, dass wir eine bestimmte Zeit irgendwo für haben und das in der Zeit auch machen. Und dann können die Mädels selber einteilen, wie viele Würfe das ungefähr sind. So, die Mädels wissen ungefähr, okay, wenn ich 4 Minuten Zeit habe, um meinen Schulter warm zu machen, dann kann ich ungefähr so viele Würfe machen und so viel schlagen. So, es hilft denen, um wirklich in der Zeit bereit zu sein. Wenn ich keine Zeitvorgaben geben würde, würde bei einigen Mädels das unglaublich lang dauern und bei anderen Mädels würde es innerhalb von 30 Sekunden, 40 Sekunden würden die sagen, ja, ich bin warm. Und das ist eigentlich nicht möglich. So, darum den Zeitvorgaben.